ein Statement zum Spiel. 1:1, das Erfolgserlebnis, das wir uns gewünscht haben, ist das leider nicht geworden, aber viele Chancen haben wir gehabt, das muss ich positiv herausstellen. Nein, ist leider nicht geworden. Wir haben schwer einen Spieler eingefunden, die ersten 10 Minuten oder sogar ein bisschen länger. Dann ist es ein bisschen besser geworden. Zweiter Hälfte haben wir ein paar Dinge angesprochen. Es hat dann besser funktioniert. Wir haben einen Großteil oder sehr, sehr viele Chancen gehabt, die wir nicht genützt haben. Und gerade in dieser Phase, wo wir eigentlich klar überlegen waren, haben wir ein dummes Gegentor bekommen aus einer Standardsituation. Und wie die Mannschaft dann reagiert hat, das war sehr, sehr positiv. Was ärgerlich ist natürlich, ist der Umgang mit unseren Chancen. Wir haben eigentlich zwei Themen. Das erste Thema ist der letzte Pass, der oft schlampig gespielt wird. Aber dann ist es einfach grob fahrlässig, wie wir mit unseren Torchancen umgehen. Also vom Willen und von der Leistung in der zweiten Hälfte kann ich der Mannschaft nur gratulieren. Es ist schade, dass wir uns kein Erfolgserlebnis geholt haben und da drei Punkte mitgenommen haben. Dankeschön, Manfred. Vier Fragen, bitte Handzeichen. Florian Kröger, Kronenzeitung. Manfred, das waren ja nach der Mauer in der ersten Halbzeit doch zwei verschiedene Gesichter. Welche Punkte hast du zur Pause angesprochen? Ja, wir haben ein bisschen nachjustiert, aber in erster Linie geht es ja darum, nicht was wir spielen, sondern wie wir das Ganze spielen. Wenn man dann die erste mit der zweiten Halbzeit vergleicht, dann waren das Riesenunterschiede. Das heißt, das Wie, mit welcher Leidenschaft, wie wir in die Zweikämpfe gegangen sind, wie wir eigentlich den Sieg unbedingt wollten. Leider haben wir dann die Torchancen nicht gemacht und deswegen ist es dann zweite Hälfte um einiges besser gegangen. Weitere Fragen. Wieder Florian Kröger, bitte. Ich sage mal, das war ja ein Spiel mit einer gewissen Wichtigkeit. Wie kann das dann sein, dass in den ersten 45 Minuten so ein Punkt, zum Beispiel ein wesentlicher wie Leidenschaft fehlt? Ich sage jetzt einmal, Missverständnisse vielleicht bei kurzen Pässen oder irgendwas darüber, wie auch ein Trainer hinweg sind und auch die Fans, ja. Aber es ist ja doch ein Kernpunkt. Nein, ich glaube auch, dass die Spieler wollten. Es ist nicht, geht nicht darum, dass sie nicht wollten, sondern dass wir wussten ja, dass das Spiel nicht einfach wird, dass es ein schwierig zu bespielender Gegner ist. Wir hatten einen klaren Matchball, hatten aber den nicht umgesetzt. Das heißt, in diese Zonen neben der Sechserposition nicht reingespielt. Wir haben sie nicht gut positioniert, wir sind drin gestanden, wir sind nicht in die Tiefe gegangen. Ja, und dann war das Passspiel von der Qualität nicht so, wie man das vorstellt. Und dann ist es natürlich schwierig, eine so leidenschaftlich kämpfende Mannschaft wie Klagenfurt zu schlagen. Marc Eder von der APA hat vorher aufgezeigt. Marc? Woran liegt es denn, dass dann der Matchplan, der ja offensichtlich detailliert vorbereitet worden ist, so schlecht umgesetzt wird, schon ganz am Anfang? Ja, wir haben sich die ganze Woche damit beschäftigt. Das hat eigentlich gut ausgesehen. Dann hat es wahrscheinlich in der einen oder anderen Abstimmung unter den Spielern nicht so geklappt. Aber es war einfach diese Bewegung nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber die Spieler wussten genau, was wir machen wollen, haben dann die Bälle schlecht gespielt. Sie haben halt auch gesagt, dass der Platz irgendwie stumpf war. Das gilt für mich nicht als Ausrede. Aber ja, und der Gegner hat auch sehr, sehr gut verteidigt. Florian Kröger, Kronenzeitung, wir haben nochmal gesehen. Hinten. Manfred, du hast das angesprochen. Du hast doch schon vor dem Match eine höhere Effizienz gefordert. Das ist leider ein bisschen ins Gegenteil. Oder sagen wir, der rote Faden zieht sich weiter. Das sind ja schon, ich sage mal jetzt, der Mühl ist kein Goalgetter, aber der schaut so aus, als ob man den machen kann, oder der Fischer, der in die Luft hat. Also wie geht es halt auf der Bank? Ja, wir fiebern natürlich mit. Am liebsten würde ich es gerne selber machen, das kann ich leider nicht. Sie spielen sich wirklich sehr viele Torchancen heraus. Sie sind gewillt zu arbeiten. Besonders zweite Hälfte hat man das gesehen. Stimmt mich zuversichtlich, wenn wir zu diesen Torchancen kommen. Aber so wie ich schon gesagt habe, das ist grob fahrlässig, wie wir damit umgehen. Und ich weiß nicht, ob es die letzte Entschlossenheit ist, das glaube ich nicht, aber es kann schon damit zusammenhängen, dass das erste große Erfolgserlebnis, vielleicht so ein Sieg oder irgendwo das eine oder andere Tor fehlt und das dann klappt. Herr vorne bitte, Kollege Kurka von der Kronenzeitung. Okay. Was hat heute, warum hat euch Klagenfurt heute das Leben so schwer gemacht? Ich meine, jetzt nach der Pause, das waren Chancen über Chancen, aber was können Sie Ihrem Freund jetzt, oder wie können Sie Ihrem Freund Peter Backholt gratulieren? Was hat Austria Klagenfurt gut gemacht heute? Ja, sie haben leidenschaftlich gekämpft, sie haben alles versucht, sie haben versucht, uns die Räume zuzustellen, was ihnen dann aber zweite Hälfte nicht mehr gelungen ist. Also besser kann man die Mannschaft dann nicht bespielen, als es wir getan haben. Zu mehr Torchancen wirst du auch selten kommen. Das Einzige, was ich wirklich bekritteln kann, ist zweite Hälfte, ist einfach die Chancenverwertung und teilweise auch der letzte Pass. Und das ist das, was gefehlt hat. Sie war schon ein bisschen glücklich, der Punkt von der Austria, aber eben
Sie haben wirklich mit Herz gekämpft. Auf jeden Fall, ja. Eiskalt die zwei Chancen, ein Tor gemacht. Ja. Thomas Muck vom Sportreport, bitte. Manfred, du hast das angesprochen, der letzte Pass hat gefehlt. Er war qualitativ nicht ausreichend. Ich meine, die Diskussion, dass die Mannschaft keinen Willen, keine Leidenschaft hat, ist nach den letzten drei Spielen meiner Meinung nach endgültig ad acta gelegt. Aber woran fehlt es da noch? Weil ist es vielleicht auch am Ende des Tages eine Kopfsache, wie du gesagt hast, dass der Mannschaft für die Lockerheit ein Erfolgserlebnis fehlt? Ja, also du sagst es eh selber ganz richtig. Also die spielen sich Chancen, teilweise ist der letzte Pass da und dann spielt man den Ball vor dem leeren Tor vorbei oder schlägt mit dem Fuß darüber. Das ist vielleicht ganz richtig gesagt, das ist diese Lockerheit, das Selbstvertrauen, wenn man dann zum Ball geht, vor dem Tor steht und vielleicht nicht das Selbstbewusstsein hat, dann tut man sich schwerer damit. Und deswegen ja, würde man so schnell wie möglich ein Erfolgserlebnis brauchen, um das vielleicht abzustellen. Stefan Oellerer von Önews. Diesmal war es so, nach dem Rückstand hat die Wiener Austria weitergespielt, den Plan wirklich gehalten. Siehst du darin einen Aufwärtstrend, damit die Austria nicht immer gleich auseinanderfällt, sondern wirklich weiterspielt und versucht dann in dem Fall den Austria-Gleichstreffer zu erzielen? Ja, also wenn ich jetzt rein die Meisterschaftsspiele hernehme, ich habe in keinem Spiel eine Austria gesehen, die auseinandergefallen ist. Gegenteil, wir haben immer versucht, die Spiele zu gewinnen. Wir haben versucht, offensiv zu spielen. Die Mannschaft zeigt Herz, sie zeigt Leidenschaft. Hat das in manchen Phasen von Spielen nicht umsetzen können. Aufwärtstrend, weiß ich nicht. Aufwärtstrend wäre es, wenn wir jetzt endlich die Chancen, die wir uns erspielen, auch verwerten würden. Also die Enttäuschung ist groß, es ist zu wenig, das wissen wir. Wir können die Tabelle lesen. Wir haben zwei Punkte, das ist natürlich enttäuschend, aber das sind schon Phasen oder Dinge im Spiel, auf die wir aufbauen können. Ewald Dürmer noch von der Kronenzeitung. Bitte. In Bezug auf Aufstellung, wie kann es sein, dass jetzt zum Beispiel der Benedikt Bichler nicht erste Wahl ist? Natürlich ist die Aufstellung immer subjektiv, aber hat der körperliche Probleme oder was? Oder warum ist er nicht in der Stammelf? Das sind einfach Trainingseindrücke, also Benedikt hat Spiele gespielt, hat jetzt ein Spiel von Anfang an schon gespielt, er kommt immer wieder rein, er ist Teil der Mannschaft, er stellt noch Gefühl auf und noch Eindrücken im Training und deswegen hat er heute nicht von Beginn begonnen, also sonst nichts anderes. Gut, ich denke, alles ausführlich beantwortet, Peter Backlund kommt im Anschluss. Dankeschön, einen schönen Abend.